Es sollte ihr Paradies werden. Eine Villa im bulgarischen Dorf Mogilischte. Vor 8 Jahren kam das Ehepaar Eschke aus Deutschland hierher, kaufte für eine bescheidene Summe ein großes Anwesen und wollte hier alt werden. Doch dann kam alles ganz anders. Die Kameras und Alarmanlage ist zur eigenen Sicherheit. Für diebisches Volk oder Betrüger, Abzocker, die hier rumfahren, die ausspionieren, weil sie nicht anders weiter wissen, wie zu stehlen. Sonst könnten die nicht überleben. Also die Menschen sind arm hier? Die sind arm. Bettelarm. Das Haus gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Die Überwachungskameras laufen Tag und Nacht. Eschke traut kaum noch jemandem in seinem Dorf. Auf der Kamera 1 seht ihr dieses Grundstück, vis-à-vis. Die Kamera 2 bringt unser Orangeria, oder Gewächshaus auf Deutsch. Der Aufwand, ihr Eigenheim zu schützen, ist riesig und kostet. Geld, das die Eschkes nicht haben. Denn ihr Leben im einst so günstigen Bulgarien wird immer teurer. Ihre ursprüngliche Kalkulation reicht nicht. Nicht in Bulgarien und erst recht nicht mehr daheim in Deutschland. 900 Euro kann ich heimlich leben. Weil ich muss rechnen, also selbst die kleinste Wohnung kostet schon mal, sagen wir, 400 Euro. So, da habe ich auch noch kein Wasser bezahlt, da habe ich keinen Strom bezahlt, da habe ich noch nichts gegessen, da habe ich kein Auto, keine Versicherung, gar nichts. Deutschland ist keine Alternative. Aber in Bulgarien will Ralf Eschke nicht bleiben. Seine Nachbarn sind weggezogen, viele davon Deutsche und Briten, die wie er in großen Anwesen in Mogilischte alt werden wollten. Also ich fühle mich jetzt wirklich einsam. Denn auch zu Bulgaren haben die Eschkes kaum Kontakt. Tanja, die Verkäuferin des Dorfladens, kennt Eschke zwar seit vielen Jahren, aber sie ist distanziert. Denn viel mehr als Brot, Wasser oder Danke kann Reschke nicht sagen. Was soll man da reden? Ich habe auch nicht so das Interesse dafür. Und ich habe auch nicht die Zeit. Ich habe am Anfang dafür zu lernen. Und dafür hatten wir viel zu viel Arbeit im Haus. Auch nach 8 Jahren in Mogilischte leben die Deutschen im Dorf isoliert. Wir grüßen uns. Das ist aber schon viel wert. Es gibt viele, die grüßen nicht mal mehr. Enttäuschte Hoffnungen. Dabei hatten die Nähe zum Schwarzen Meer, das tolle Klima hier in der Region um Varna und die günstigen Preise, die Eschkes einst für Bulgarien begeistert. So wie rund 25.000 andere deutsche und britische Rentner, die hierher ausgewandert sind. Jedes Jahr werden es mehr. Doch wie folgenschwer diese Entscheidung sein kann, ist vielen nicht klar. Der Österreicher Manfred Schriefel kennt das Problem. Er leitet die Firma Lebensresidenz in Varna und berät deutsche Rentner, die nach Bulgarien wollen. Auch in diesem Apartmenthaus hat er Wohnungen vermittelt. Zurzeit ist hier ausgebucht. Doch er warnt davor, voreilig im Alter ins Ausland zu ziehen. Sehr viele Leute werden auch getrieben von der Vorstellung, dass sie sich mit den möglichen finanziellen Mitteln hier ein goldenes Leben erkaufen können und enden dann sehr oft in einer Spirale, wo das noch viel, viel schlimmer für sie wird. Wir haben einfach dann sehr oft Leute, die nicht mehr zurück können, weil sie in Deutschland alles veräußert haben. Doch nicht alle sind unzufrieden. Die 76-jährige Anna Lex aus Stuttgart wollte mit ihrem Mann auf dem Motorboot Lara rund um Europa schippern. Seit ihr Mann vor 2 Jahren unterwegs an einer schweren Krankheit starb, lebt sie allein im Yachthafen von Varna. Ihr Boot und Bulgarien sind zur neuen Heimat geworden. Sie will hierbleiben. Die Leute haben noch Zeit zum Reden, zum Beispiel beim Kaufmann so stehen bleiben und reden. Das gibt es in Deutschland alles nicht. In Deutschland muss alles zack, zack, zack. Schnell. Und das macht es dann lebenswürdig. Und dann ist die Landschaft schön. Das Meer natürlich. Für Bernadette und Ralf Eschke dagegen sind das Meer und die Strände heute kein Trost mehr. Meine ehrliche Meinung. Ich würde nicht nach Bulgarien gehen. Wir wollen weg. Wir wollen nach Ungarn. Doch in die alte Heimat Deutschland führt für die Eschkes wohl kein Weg mehr zurück.